Ja, hallo zusammen. Ich bin der Sinning Armin, Geschäftsführer und Gründer der Firma Sinning Haustechnik GmbH. Vor ja, circa 10 Jahren habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen. Und ja, seitdem favorisieren wir den Neubau, die Badsanierungen, die Kesseltauschaktionen bei uns in der Region, also alles so was 10, 20 Kilometer rund um unseren Standort hier in Mödingen sich bewegt, ist einfach unser Einzugsgebiet. Ja, 2016 sind wir in unser neues Firmengebäude gezogen, sind dadurch natürlich erheblich schlagkräftiger wie vorher geworden. Ja, unsere Schwerpunkte haben wir im Moment sehr stark auf erneuerbare Energien gesetzt. Ja, wir machen viel Pelletkessel, Biomassekessel, Hackschnitzelheizungen, ob Klein- oder Großobjekte. Ja, da haben wir auch einen sehr starken Partner an der Hand. Das ist die Firma HDG Bavaria aus Massing. Ja, das ist unser Hersteller für Biomassekessel und ja, den favorisieren wir stark. Hier am Standort haben wir uns für den K26, den Pelletkessel der Firma HDG, entschieden. Wir beheizen hier unser Firmengebäude, also die Lagerhallen und das Bürogebäude, zusätzlich unser eigenes Wohnhaus. Die Lagerhalle wird ganzjährig auf 16, 17 Grad gehalten mit einer Betonkernaktivierung. Somit generieren wir optimale Laufzeiten für den Pelletkessel. Wir haben einen sehr großen Pufferspeicher mit 2000 Liter hier eingesetzt und können natürlich auch Spitzen schön abdecken. Der Pelletkessel hat uns sehr stark überzeugt durch das, dass er einfach von seiner Standfläche sehr gering ist, dreiseitig komplett an eine Wand gestellt werden kann. Ja, zusätzlich haben wir als Entnahmesystem den Maulwurf, den E3, eingesetzt, weil er einfach auch für größere Lagerräume optimal funktioniert und bisher ja, einfach unseren Pelletkessel optimal versorgt.